Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/5475, Parteispendensumpf trockenlegen, Evonik, Parteispendenaffäre als Ausdruck der Selbstbedienungsmentalität in der Politik. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Kern das Wort. Bitte sehr. Natürlich erst nach Aufruf. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal oder zumindest zu Hause. Die RAG-Stiftung wurde im Juni 2007 als Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet und mit der Aufgabe betraut, die Abwicklung des subventionierten deutschen Steinkohlebergbaus zu bewältigen, samt der Finanzierung der daraus entstehenden Ewigkeitskosten. Zur Bewältigung Ihre Aufgaben ist die RAG-Stiftung finanziell auf die Evonik AG als Vermögensmasse angewiesen. Auslöser unseres Antrags ist nun die Tatsache, dass seit 2007 von der Evonik AG 1,4 Millionen Euro Spenden an CDU, SPD, Grüne und FDP flossen. Zwar sind Spenden nach dem Parteiengesetz von privaten Unternehmen an Parteien grundsätzlich zulässig, aber nur, wenn der Staat maximal zu einem Viertel Anteilseigner ist. Nun ist die Evonik AG formal ein privates Unternehmen, doch die RAG-Stiftung übt über ihr Kuratorium einen großen politischen Einfluss auf die Evonik AG aus. Das Stiftungskuratorium ist mit Bundes- und Landesministern besetzt und auch Frau Ministerpräsidentin Kraft, die jetzt leider nicht hier ist, gehört diesem Kuratorium an. Es handelt sich hierbei also nicht um den vom Gesetz vorgesehenen Normalfall der Parteispende eines privaten Unternehmens. Was wir hier erleben, ist eine Umleitung von Steuermitteln, die eigentlich für die Ewigkeitskosten vorgesehen sind, weg von der RAG-Stiftung in die Kassen von SPD, CDU, CSU, FDP und Grüne. Je weniger Finanzmittel die Evonik AG und damit auch die Stiftung zur Verfügung hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass später der Steuerzahler in die Bresche springen muss, um die Ewigkeitskosten zu schultern. Bereits jetzt fehlen geschätzt ca. 6 Milliarden Euro. Im letzten Plenum wurde uns zu diesem Thema eine Diskussion im Rahmen einer Aktuellen Stunde verwehrt. Die Präsidentin begründete dies mit mangelnder Aktualität. Es mag sein, dass die vier etablierten Parteien dieses Thema für die nicht aktuell ist, weil sie schon länger von der Spendenpraxis des Unternehmens wussten und profitieren. Für uns Piraten hingegen sind die Summen, welche die Parteien sozusagen sich selbst überweisen, Ausdruck einer demokratieschädlichen Selbstbedienungsmentalität. So bekamen seit Stiftungsgründung CDU-CSU 464.000, die SPD 441.000 und die FDP 283.000 Euro. Letztes Jahr bekamen auch die Grünen eine Spende von Evonik, und zwar 20.000 Euro. Interessant ist, dass seit 2012 auch die Grünen im Kuratorium vertreten sind. Ein zufälliger Zusammenhang. Skandale zu Parteispenden gab es in Deutschland schon zuhauf. Ich darf an die Flick-Affäre der FDP in den 80er Jahren, an die CDU-Spendenaffäre Ende der 90er und an die Spendenaffäre der Kölner SPD in 2002 erinnern. Der damalige und heutige Vorsitzende der Kölner SPD, Herr Ott, er ist jetzt leider nicht hier, wenn ich das richtig sehe, gab in der WAZ vom 8. März 2002 den vermeintlichen Aufklärer im Spendenskandal. Zitat: Ich will dafür sorgen, dass wieder mehr Sauberkeit in die Politik kommt. Zitat Ende. Auch die jetzige stellvertretende Ministerpräsidentin Löhrmann prangerte in ihrer damaligen Rede die Selbstbedienungsmentalität genauso an wie den Schaden, den die Demokratie dadurch nehmen würde. Ganze dreimal erwähnte sie den Satz: Nur Transparenz und Konsequenz schaffen Vertrauen. Ja, schön. Das muss bei den Bürgern wie Hohn klingen, wenn man sieht, wie sie sich jetzt zulasten des Steuerzahlers selbst bedienen. Und dass jemand wie Helmut Linsen, Ex-CDU-Finanzminister von NRW, weiterhin Finanzvorstand der RAG-Stiftung bleibt, während er als CDU-Bundesschatzmeister wegen seiner Steueraffäre zurücktreten muss, passt da gut ins Bild. Vielleicht liegt es daran, dass Herr Linsen bei der RAG-Stiftung im Gegensatz zum Parteiehrenamt 650.000 Euro pro Jahr vereinnahmen kann.
Wir Piraten fordern die sofortige Einstellung von Parteispenden durch die Evonik AG. Die verwerfliche Parteispendenpraxis der letzten Jahrzehnte hat bereits genug zur Wahlmüdigkeit und Parteienverdrossenheit in Deutschland beigetragen. Stimmen Sie unserem Antrag zu und erteilen Sie der zwielichtigen Parteispendenpraxis von Evonik eine Abfuhr. Kehren Sie zurück zur redlichen Parteienfinanzierung. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Kern. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Wolf das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Kern, ich werde mich von Ihnen jetzt hier nicht provozieren lassen, auf die ganze Polemik, die Sie hier vorgetragen haben, einzugehen, sondern ich werde das tun, was, glaube ich, notwendig ist, wenn man Ihren Antrag liest. Sie haben das Parteiengesetz nicht verstanden und Sie haben unser Grundgesetz nicht verstanden. Sie zeichnen hier ein vollkommen überzogenes Bild. Ja, es gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Parteispendenskandale. Sie haben an die 80er Jahre erinnert, das hätte ich jetzt auch getan. Aber ich darf feststellen, dass alle Parteien hieraus ihre Konsequenzen gezogen haben. Und zuletzt im Jahr 2002 wurden die Regeln zur Parteispenden und zur Parteienfinanzierung aufgrund von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und aufgrund dieser Skandale deutlich verändert. Seit dem 1. Juli 2002 können falsche Angaben über Herkunft und Verwendung von Spenden von der Bundes- bis zu der Bezirksebene mit Haftstrafen bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafen geahndet werden. Barspenden sind nur bis zu einer Höhe von 1.000 Euro erlaubt. Ab einer Summe von 10.000 Euro müssen Spenden, wie bisher auch, mit Namen und Adressen in Rechenschaftsberichten veröffentlicht werden. Beträge über 50.000 Euro sind sofort zu veröffentlichen, und das war hier in diesem Fall auch so. So wie Sie schreiben, das ist jüngst bekannt geworden, sondern im Oktober sind diese Beträge veröffentlicht worden, so wie sich das auch nach dem Parteiengesetz gehört. Von Unternehmen, die zu mehr als 25% in öffentlichem Besitz sind, dürfen keine Spenden angenommen werden. Zuwendungen von Berufsverbänden wurden erschwert, und auch Spenden, die erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung eines bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils fließen, sind nicht gestattet. Und ich glaube, das ist ein Beweis für die funktionierende Selbstkontrolle unseres Rechtsstaats und unserer parlamentarischen Demokratie. Sie schildern in Ihrem Antrag einen unrichtigen und unvollständigen Sachverhalt, gepaart mit zweifelhaften juristischen Schlussfolgerungen. Die RAG-Stiftung ist eine bürgerlich-rechtliche Stiftung. Nach § 25 Absatz 2 Nummer 5 des Parteiengesetzes ist sie somit bereits vom Wortlaut her nicht einschlägig. Auch faktisch gibt es keinen Durchgriff aus dem zum Teil mit Vertretern der Landesregierung und auch der Bundesregierung besetzten Kuratorium. Sie verschweigen nämlich, dass in § 10 Absatz 4 der Satzung der RAG die Mitglieder des Kuratoriums nicht zugleich Mitglieder des Stiftungsvorstands sein können. Der Vorstand vertritt die Stiftung nach außen, das Kuratorium beaufsichtigt die Stiftung. Und Ihre Aufforderung an die Landesregierung ist mehr als grenzwertig. Sie unterstellen zunächst eine Einflussnahme und fordern diese im Umkehrschluss so dann ein. Sie wollen also, dass das Kuratorium in die operativen Geschäfte des Vorstandes bis hin zur Stimmabgabe in der Hauptversammlung eingreift, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann versuchen Sie, weil Ihnen alles ja nicht irgendwie richtig gelingt, eine Umgehung zu konstruieren. Sie unterstellen halt einfach, ohne konkrete Anhaltspunkte tragen Sie hier vor. Sie können auch keine konkreten Anhaltspunkte vorlegen, weil die gibt es nämlich nicht. Daneben untersteht die RAG-Stiftung der Rechtsaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf. Und mit Ihrem Rundumschlag diskreditieren Sie nicht nur die Vertreter der verschiedenen Regierungen im Kuratorium, Sie diskreditieren auch die Beamten in der Rechtsaufsicht, und das gehört sich nicht. Sie können es drehen, und Sie können drehen, wie Sie wollen. Die Rechtsfolgen des § 25 fordern Sie ein, obwohl sie auf der Tatbestandsebene nicht erfüllt sind. Sie verkennen den Rechtsgehalt des § 25 des Parteiengesetzes.
Hier soll kein Anschein vermieden werden, hier liegen klare Voraussetzungen vor, die dann eben zum Ausschluss der Befugnis, Spenden anzunehmen, führen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch auf einen verfassungsrechtlichen Aspekt eingehen. Bereits in Artikel 21 des Grundgesetzes ist die besondere Rolle der Parteien in unserer Demokratie festgelegt. Dafür gelten besondere Regeln zur Finanzierung, klare Regeln zum demokratischen Willensbildungsprozess und im Gegenzug ein besonderer Schutz der Parteien vor dem Verbot durch den Staat oder durch Einschränkung ihrer Arbeit. Herr Kollege Wolf, wenn ich einmal unterbrechen darf, Kollege Kern würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Möchten Sie die zulassen? Nein, möchte ich nicht. Okay, dann machen wir das nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland zeichnet sich durch eine streitbare und wehrhafte Demokratie aus. Das sind die Lehren aus dem Untergang der ersten Demokratie in Deutschland. Und ein Bestandteil hiervon sind der Pluralismus und das Parteienprivileg, das eine Staatsferne der Parteien garantieren soll. Und hierzu gehören auch die Finanzierung aus eigenen Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank, Herr Kollege Wolf. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Kamin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Kern, der Kollege Wolf hat Ihnen schon gerade ein bisschen Nachhilfe in Parteienfinanzierung und Grundgesetzauslegung gegeben. Wenn ich darf, mache ich da gerne noch ein bisschen weiter und werde das erweitern bzw. vertiefen. Gemäß § 18 Absatz 1 des Parteiengesetzes erhalten die Parteien staatliche Mittel als Teilfinanzierung der ihnen nach dem Grundgesetz obliegenden und im Parteigesetz konkretisierten Tätigkeiten. Maßstab für die Verteilung dieser Mittel ist die Verwurzelung der Parteien in der Gesellschaft. Die Verwurzelung wird zum einen am Erfolg gemessen, den eine Partei bei der jeweils letzten Europa- und Bundestagswahl und den letzten Landtagswahlen erzielt hat, zum anderen am Umfang der Zuwendungen natürlicher Personen. Zuwendungen in diesem Sinne sind eingezahlte Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträge sowie rechtmäßig erlangte Spenden. Nur ein kleiner Teil der benötigten finanziellen Mittel wird durch die staatliche Parteienfinanzierung bereitgestellt. Ein großer Teil der Einnahmen stammt aus Beiträgen und eben Spenden. Spenden sind für die Parteien also unerlässlich, um ihre Arbeit auf finanziell sicheren Boden zu stellen. Parteien kämen ohne mit den staatlichen Mitteln alleine nicht aus, um ihre Zwecke und ihren eigentlichen Auftrag, die Willensbildung der Bevölkerung, zu erreichen. Blieben Spenden aus, würde der Demokratie die Basis entzogen. Generell gilt bei der Parteienfinanzierung das Gebot der Transparenz. Alle Parteien haben Rechenschaft über die Spenden abzulegen, die ihnen zugeflossen sind. Das Parteiengesetz enthält dazu detaillierte Regelungen. So müssen zum Beispiel, Kollege Wolf sagte es bereits, Spenden über 10.000 Euro je Person und Kalenderjahr unter Angabe von Namen und Anschrift der Spender im Rechenschaftsbericht veröffentlicht werden. Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50.000 Euro übersteigen, sind dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen. Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht. Das werden Sie sicherlich verfolgen. Die Piraten fordern in der sogenannten Evonik-Parteispendenaffäre nun die Landesregierung auf, ihren Einfluss auf das Kuratorium der RAG-Stiftung auszuüben. Der Vorstand der RAG-Stiftung soll angewiesen werden, die von ihr beherrschte Evonik AG zu einer Einstellung ihrer Zahlungen an politische Parteien zu veranlassen. Das Unternehmen sieht sich allerdings als privatrechtliches organisiertes Stiftung, meines Erachtens zu Recht, im Recht, solche Spenden und Unterstützung der Demokratie tätigen zu dürfen. Wir wehren uns dagegen, dass Spenden... Darf ich einmal ganz kurz unterbrechen? Kollege Kern würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Möchten Sie zulassen? Das war ein Ja, ne? Ja, Herr Kollege Kern, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege Kamit, dass Sie die Zwischenfrage zulassen.
Ist Ihnen bekannt, Sie haben jetzt gerade referiert zur Zulässigkeit von Parteispenden von Privatunternehmen an Parteien und da auch nochmal auf die Beteiligungsverhältnisse verwiesen, wie auch der Kollege Wolf zuvor. Sind Sie bereit zur Kenntnis zu nehmen, dass der in Düsseldorf ansässige Parteienrechtler Professor Morlock davon spricht, in diesem Fall Evonik RAG Stiftung, dass man sich dort in einer rechtlichen, zumindest in einer rechtlichen Grauzone befindet? Ich nehme jederzeit gerne zur Kenntnis den Ihnen sicherlich auch bekannten Spruch, wo zwei Juristen zusammen sind, sind mindestens drei Meinungen vertreten. Vor dem Hintergrund will ich das jetzt nicht näher erläutern oder auch analysieren, was der Kollege meint. Nein, meine Damen und Herren, sehen wir doch zu, worum es hier eigentlich geht. Wir wehren uns dagegen, dass Spenden automatisch als unzulässige Einflussnahme auf politische Entscheidungen angesehen werden. Zum einen diskreditiert man damit die Politik insgesamt und zum anderen werden natürlich auch potenzielle Spender verschreckt. Und betrachtet man die Parteispenden aus Sicht des Unternehmens, so finden eben Bildungs-, Kulturprojekte und eben Parteispenden auch im Namen der Mitarbeiter statt und erfolgen letztlich auch zur Erfüllung eines gesellschaftlichen Zweckes. Nicht zuletzt noch ein formaler Aspekt ist der Antrag der Piraten im Juristendeutsch gesprochen unschlüssig. Das heißt, die vorgebrachten Argumente tragen die beantragten Feststellungen nicht. Auf gut einer Seite wird zu Unrecht behauptet, dass die Evonik AG von der RAG-Stiftung beherrscht werde und letztere wiederum unter dem Einfluss der Bundes- und der Landespolitik stehe. In den ersten beiden Feststellungen geht es doch dann aber um das Finanzgebaren der Parteien. Und es richtet einen Appell an die Parteien. Dazu steht in dem Antrag gar nichts drin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU-Landtagsfraktion wird den Antrag daher ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kamieth. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Frau Kollegin Hanses. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich darf Politik nicht käuflich sein. Absolut. Doch, das unterstellen Sie an Ihrem Antrag und da wollen wir uns den mal gemeinsam angucken. Sie unterstellen hier eine Selbstbedienungsmentalität der Politik und ich möchte gern auch mit Ihnen gemeinsam einen Blick ins Parteiengesetz bei der Beschreibung der Aufgabe von Parteien werfen. Auch im Grundgesetz, der Kollege Wolf hatte schon erwähnt, in Artikel 21 Absatz 1 und 3 finden wir eine Beschreibung und eben im Parteiengesetz ab Paragraph 1 stellen wir fest, dass Parteien verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Sie erfüllen mit ihrer freien Mitwirkung an der politischen Willensbildung der Bevölkerung eine ihren nach dem Grundgesetz obliegende öffentliche Aufgabe. Das ist nicht zu unterschätzen. Parteien wirken an der politischen Bildung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit. Parteien verwenden ihre Mittel ausschließlich für die ihren nach dem Grundgesetz und Parteiengesetz obliegenden Aufgaben. Selbstverständlich. Doch, damit das gelingen kann, dass Parteien nicht käuflich sind, möchten wir doch, dass das Parteiengesetz des Bundes, um das noch mal zu betonen, die Piraten sind ja nun nicht im Bundestag, deshalb bringen sie jetzt alles, was sie im Bundestag nicht machen können, hier ein, ist nicht immer gut. Nichtsdestotrotz möchte ich ergänzen, dass es durchaus Forderungen gibt der Grünen, die ich hier noch mal vortragen möchte, um das Parteiengesetz des Bundes zu verändern, zu reformieren, um da weiterzukommen. Sie wissen, es gibt da ein breites gesellschaftliches Bündnis mit Transparency International, mit vielen Verbänden, mit, ich hatte sie mir alle noch mal aufgeschrieben, Lobby Control, Mehr Demokratie, Campaq, alle die unterstützen auch die Forderung, Politik darf nicht käuflich sein und haben gemeinsam mit der Grünen Bundestagsfraktion 22 Unterschriften für folgende Forderungen formuliert, nämlich Obergrenzen für die Spenden, Obergrenzen für natürliche und juristische Personen von 100.000 Euro.
die unverzügliche Meldung von Spenden beim Bundestagspräsidenten von 25.000 Euro statt bisher erst ab 50.000 Euro. Wahlkampfkosten sind zeitnah nach dem Wahltag zu veröffentlichen. Spenden der Wirtschaft an Parteien sollen in den Geschäftsberichten der Spender von Kapitalgesellschaften auch dargestellt werden. Sponsoring und Spendeneinnahmen auf Seiten der Parteien in Bezug auf die Veröffentlichung der Einnahmen sollen gleich behandelt werden. Das ist eine Menge, was im Bund geleistet werden könnte, aber nicht an dieser Stelle. Das große Problem, was wir jetzt mit dem Antrag der Piraten haben, ist, dass, es wurde schon erwähnt, er komplett widersprüchlich ist. Sie kritisieren politische Einflussnahme und das ist im Grunde der einzige Beschlussvorschlag in Ihrem Antrag ist, dass politische Einflussnahme erfolgen sollte. Also das geht nun wirklich nicht. Also in Ihrer Beschreibung dessen, was Sie da feststellen, bin ich bei Punkt 1 und 2 noch bei Ihnen. Bei Punkt 3 dann wieder nicht. Sie möchten, dass der Einfluss genommen wird über das Kuratorium. Sie möchten, dass die Landesregierung Einfluss über das Kuratorium der RAG-Stiftung nimmt, über den Vorstand der RAG-Stiftung. Und das halten wir für falsch. Die Kuratoriumsmitglieder sollten nicht von der Landesregierung so beeinflusst werden. Frau Kollegin Hanses, ja, es gibt den Wunsch einer Zwischenfrage. Sie werden nicht überrascht sein, wenn Herr Kollege Kern Ihnen eine stellen möchte. Sehr gerne. Lassen Sie die zu? Ja, natürlich. Wundervoll. Herr Kollege. Oh, das war gut. Ich weiß nicht. Hat man noch nicht. Funktioniert? Hallo, hallo. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanses, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Jetzt besser. Sie sagten gerade, die einzelnen Punkte, die aus Ihrer Sicht zustimmungsfähig aus Ihrer Sicht sind und die nicht zustimmungsfähigen, würden Sie dann den einzelnen Punkten in dem Antrag zustimmen, wenn wir Einzelabstimmungen beantragen? Sie haben nur einen Punkt, den Sie zu beschließen haben. Also der Landtag beschließt, das ist nur ein Punkt. Vorne haben wir die Zustandsbeschreibung, die ich auch zu einem Drittel überhaupt nicht teilen kann. Also wenn ich Ihrem Beschlussvorschlag nicht folgen kann, Sie müssen da auch mal Stellung zu nehmen. Es ist extrem widersprüchlich zu sagen, Sie kritisieren Einflussnahme und möchten, dass die Landesregierung Einfluss nimmt. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Das ist widersprüchlich und selbstverständlich können wir dem so nicht zustimmen. Wenn Sie ernsthaft möchten, dass über Parteienfinanzierung und Transparenz diskutiert wird, dann sollten wir das gerne auch noch mal im Bund machen, dass Sie hier auf direkte Abstimmung bestehen und zeigt ja auch wieder, was Sie damit wollen. Sie wollen Effekthascherei und da machen wir an dieser Stelle nicht mit. Wir können gerne noch mal über Transparenz in der Politik, über Spendenskandale. Mir sind da in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen auch andere eingefallen, als die Sie da genannt haben. Ich erinnere mich immer wieder gerne an Rente Rüttgers oder im Bund auch gerne an die Mövenpick-Spende der Mövenpick-Kette. Da gibt es eine Menge. Können wir gerne machen, aber so kommen wir nicht weiter mit Ihrem Beschlussvorschlag. Vielen Dank. Frau Kollegin Hanses, wenn Sie noch kurz bei uns bleiben. Kollege Kern möchte gerne noch 90 Sekunden hinten dranhängen in Form einer Kurzintervention. Und Sie hätten noch 25 Sekunden regulär und haben dann ja auch noch die 90 Sekunden für die Beantwortung der Kurzintervention. Sehr gerne. Herr Kollege Kern, 90 Sekunden, bitte schön. Vielen Dank. Da Sie mich aufgefordert haben, das zu erläutern, möchte ich Ihrer Aufforderung natürlich gerne nachkommen. Zunächst einmal haben Sie wie die anderen Kollegen hier ein perfektes Beispiel dafür geliefert, an dem Thema vorbeizureden, drumherum zu reden. Und den Fokus ist keine Frage, Zwischenfrage, Herr Kollege, ist eine Kurzintervention. Und insofern möchte ich darauf hinweisen, dass es hier gar nicht um die Punkte Transparenz geht und politische Einflussnahme, die hier im Raum steht. Es geht darum, dass bei der Parteifinanzierung es darum geht, dass maximal die Hälfte von staatlicher Seite kommt und die andere Hälfte muss privat finanziert sein. Und dass über diesen Umweg diese Grundregel der Parteienfinanzierung in diesem Fall ausgehebelt wird. Und das haben Sie alle Redner bislang schön ignoriert und sind auf andere Sachen aufgesprungen, die gar nicht Gegenstand des Antrages sind. Insofern
wäre das meine Begründung, wohin der Antrag zielt, wenn das bislang bei Ihnen nicht so angekommen ist, dann vielleicht jetzt. Nee, das ist immer noch nicht angekommen, was Sie damit jetzt ernsthaft wollen. Das tut mir leid. Aber wir können da gerne noch mal reingucken. Das steht da auch nicht drin in Ihrem Antrag. Also ich habe ihn ja wirklich aufmerksam und mehrfach gelesen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Sie zu verstehen. Das ist mir nicht ernsthaft gelungen. Das steht da wirklich nicht. Also ich bleibe dabei. Liebe Piraten, lieber Herr Kollege Kern, ich bleibe dabei. Sie fordern politische Einflussnahme und kritisieren sie gleichzeitig. Das funktioniert so nicht. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie man Transparenz in der Politik schaffen kann, wie es vermieden werden kann, dass Politik käuflich ist. Das, denke ich, sollte unser aller Ziel sein. Aber so stimmen wir Ihrem Antrag nicht zu. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanses. Für die FDP-Fraktion hat jetzt der Kollege Wedel das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, in diesem Hohen Hause hat es selten einen Antrag gegeben, der die geltende Rechtslage in größerem Maße verkennt als der vorliegende. Ein Antrag, der eine Bestimmung des Parteiengesetzes, nämlich § 25 Absatz 2 Nummer 5, ausdrücklich nennt und sie dennoch nicht anzuwenden versteht. § 25 Absatz 2 Nummer 5 Parteiengesetz bestimmt, dass Parteispenden durch Unternehmen, an denen die öffentliche Hand zu mehr als 25% direkt beteiligt ist, unzulässig sind. Eine klare und nachvollziehbare Regelung. Dennoch meinen die Piraten, die Evonik AG dürfe aus diesem Grund keinerlei Spenden an politische Parteien leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen wir uns doch einmal die Beteiligungsverhältnisse der Evonik AG doch einmal näher an. Diese ist zu 67,9% in der Hand der RAG-Stiftung, zu 17,9% im Besitz der CVC Capital Partners GmbH und zu 14,2% in Streubesitz. Bei der CVC handelt es sich um einen Private Equity Fonds. Der Streubesitz erreicht schon in der Summe nicht einmal die 25%-Schwelle. Formal sind Parteispenden durch die Evonik deshalb nicht zu beanstanden. Nun sind Gesetze, und das dürften die Juristen unter Ihnen, meine Damen und Herren von der Piratenfraktion, wissen, nicht nur nach ihrem Wortlaut, sondern gerade auch mit Blick auf ihren Sinn und Regelungszweck auszulegen. Bedeutsam ist deshalb, ob eine Gestaltung nur gewählt wird, um damit ein gesetzliches Verbot zu umgehen. So spricht sich etwa Rossneu in einem Fachaufsatz aus dem Jahr 2012 dafür aus, in § 25 Absatz 2 Nummer 5 Parteiengesetz auch Tochterunternehmen, öffentlich beherrschte Unternehmen einzubeziehen, da aufgrund des Beherrschungsverhältnisses die Parteispende faktisch vom beherrschenden öffentlichen Unternehmen ausgehe. Vergleichbares suggeriert der vorliegende Antrag. Es wird der Anschein erweckt, als trete in Wirklichkeit die RAG-Stiftung als Spenderin auf, und der Stiftung sei eine Spende verboten. Die RAG-Stiftung wird jedoch nicht von der öffentlichen Hand beherrscht. Bei der RAG-Stiftung handelt es sich um ein Vermögen mit ausschließlich privater Rechtspersönlichkeit. Die RAG-Stiftung wurde am 26. Juni 2007 als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts gegründet, um die Abwicklung des deutschen Steinkohlebergbaus zu bewältigen. Die Stiftung wurde durch die RAG AG gegründet, letzteres inzwischen 100%ige Tochter der Stiftung. Vor Übernahme durch die Stiftung wurden die Anteile an der RAG AG von diversen privaten Unternehmen gehalten. Die RAG-Stiftung steht damit nicht im Eigentum oder in Beherrschung durch die öffentliche Hand. Lediglich der Satzungszweck der RAG-Stiftung besteht auch im öffentlichen Interesse, indem er die Folgen der Beendigung des Steinkohlebergbaus in Deutschland adressiert, wie sich aus der RAG-Stiftungssatzung ergibt. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren von der Piratenfraktion, setzt Ihr Rechtsirrtum ein. Dass der Satzungszweck einer Stiftung zumindest auch einem Interesse der Allgemeinheit dient, macht die Stiftung nicht zu einem durch die öffentliche Hand beherrschten Unternehmen. Auch Stiftungen zugunsten von notleidenden Kindern und Jugendlichen, zugunsten des Tierschutzes oder der Gewaltopferhilfe dienen öffentlichen Interessen und können dennoch von Privaten gegründet und geführt werden. Ein Blick in das seinerzeit von Schwarz-Gelb modernisierte Stiftungsgesetz Nordrhein-Westfalen würde Ihre Rechtsfindung insofern erleichtern.
Dementsprechend erweise ich auch Ihre Schlussfolgerungen als nachgerade abwegig. Allein die Umstände, dass der Zweck einer Stiftung auch im Gemeinwohlinteresse liegt und zugleich Politiker, Mitglieder in einem Aufsichts- oder Leitungsgremium dieser Stiftung sind, sind nämlich mit Blick auf das Parteiengesetz völlig bedeutungslos. Nach Ihrer Ansicht dürfte jedes Unternehmen, das auch nur eine Person des politischen Lebens in einem Steuerungs- oder Aufsichtsgremium hat, keine Parteispenden mehr leisten. Ein solcher faktischer Totalausschluss von Personen des politischen Lebens ist aber vom Parteiengesetz nicht gewollt. Das Parteiengesetz regelt an dieser Stelle nicht die Berufsfreiheit politischen Personals, sondern vermögensverschiebungsbedingte Interessenkonflikte. Herr Kollege Wedel, aus diesem Grund werden wir Ihnen Ihren rechtlich unfundierten Antrag heute ablehnen. Vielen Dank. Herr Kollege Wedel, wenn ich noch einmal kurz unterbrechen darf. Kollege Kern hat so einen großen Wissensdurst heute und hat noch eine Zwischenfrage angemeldet. Wollen Sie die noch zulassen zum Ende Ihres Beitrags? Oder? Eigentlich nicht, denn Sie sind ja an einer Diskussion wirklich nicht ernsthaft interessiert, denn sonst hätten Sie ja sich der Ausschussberatung an der Stelle nicht verschlossen. Wunderbar, dann herzlichen Dank für den Beitrag. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Kollege Kern, auch ich will mich an der Fortbildung, die Ihnen heute zuteil wird, im Rahmen meiner Möglichkeiten beteiligen, allerdings in deutlich geringerem Umfang als ursprünglich geplant, weil vieles, wenn nicht so das Gemeiste, schon gesagt worden ist. Herr Kern, der Antrag geht von unzutreffenden Voraussetzungen aus. Die ERG-Stiftung ist eine nicht gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Damit ist sie eine juristische Person des Privatrechts. Dabei, Herr Kern, ist bedeutsam, dass Sie 2007 von einer anderen juristischen Person des Privatrechts errichtet wurde. Diese letztere, die Person des Privatrechts, gehörte zum damaligen ERG-Konzern, dessen Mehrheitseigner die Unternehmen E.ON, RWE, ThyssenKrupp und ArcelorMittal waren. Also ein Unternehmen in privater Hand hat eine juristische Person des Privatrechts errichtet. Auch Ihre Annahme, die ERG-Stiftung erfülle eine staatlich-hoheitliche Aufgabe, ist unzutreffend. Die Stiftung vielmehr nimmt sie als eigene Aufgabe die Bewältigung des Anpassungsprozesses im Steinkohlebergbau wahr. Das zum einen. Herr Kern, zum anderen verkennen Sie im vorliegenden Antrag die verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der Parteien. Diese Aufgaben ergeben sich im Wesentlichen aus dem Grundgesetz Artikel 21 in Verbindung mit dem Parteiengesetz. Danach sind die Parteien ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihren freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihnen verbürgte öffentliche Aufgabe. Und außerdem, die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit. Ich könnte das noch weiter ausführen, welche Aufgaben Parteien in einer gefestigten Demokratie haben. Das ist allerdings im Wesentlichen schon ausgeführt worden von meinen Vorrednern. Ich möchte auch gerne noch mal Bezug nehmen auf das Parteiengesetz. Das Parteiengesetz selbst trifft Regelungen zur Finanzierung und zur Rechenschaftslegung von Parteien. Parteien sind nämlich nach § 25 Absatz 1 berechtigt, Spenden anzunehmen. Dieses Recht wird durch eine Regelung im Parteiengesetz eingeschränkt. Parteien dürfen danach nämlich keine Spenden von Unternehmen annehmen, die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben werden, sofern die direkte Beteiligung der öffentlichen Hand 25% übersteigt. Herr Kern, selbst wenn man die Errichtung der ERG-Stiftung, wie ich eingangs erwähnte, außer Acht lässt, greift diese Einschränkung aus einem Grund hier nicht, weil es an der ERG-Stiftung als Stiftung des bürgerlichen Rechts, die ihrerseits 67,9% Anteile an der Evonik Industries AG hält, eine Anteilseignerschaft im Sinne des Parteiengesetzes nicht gibt. Und im Übrigen unterliegen Parteien der Rechenschaftspflicht, unter anderem hinsichtlich der von ihnen vereinnahmten Spenden. Die Prüfung des Rechenschaftsberichtes obliegt dem Präsidenten des Deutschen Bundestages. In diesem Rahmen prüft er auch gerade von mir zitierte Regelung. Von daher entzieht sich die Finanzierungspraxis von Parteien unter dieser Beurteilung
durch die Landesregierung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister Jäger. Wir legen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und stimmen ab. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit eben zu genau dieser Abstimmung über die Drucksache 5475. Ich darf Sie fragen, wer für diesen Antrag stimmen möchte. Das ist die Piratenfraktion. Wer ist gegen den Antrag? Die SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, die FDP-Fraktion. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksache 5475 abgelehnt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt.